Mann. Ja gut, Nina, dann würde ich sagen, Nina, schauen wir mal nach, ja? Ja? Nina, soll ich den Michael jetzt nicht anrufen? Nein! Der soll doch mitkriegen, dass... Nein, der soll wegbleiben, der war die ganze Zeit nicht da, dann brauche ich jetzt auch nicht kommen. Außerdem ist Tobias hier, das reicht. Ja. Oh. Okay, ist ja gut. Ich wollte nur noch mal nachgefragt haben. Michael, wer soll noch kommen, oder? Das ist nur der Erzeuger, nicht der Rede wert. Ach, das haben wir ja selten. Also irgendwie habe ich das gar nicht mitgekriegt. Ich kannte die Patientin nicht, kam dahin, erster Kontakt. Und dann habe ich erst gar nicht geschnallt, dass der gut vorbereitete für mich Kindsvater gar nicht der leibliche Vater war. Und dass das so kreuz und quer ging, das haben wir ehrlich gesagt selten, dass sich jemand so engagiert, obwohl er nicht der in Anführungsstrichen Erzeuger ist. Es ist halt so, wir hatten uns vor 6 Monaten halt kennengelernt. Und Ich weiß ja, dass du der Papa bist, Tobias. Du bist ja im Geburtsvorbereitungskurs überall dabei. Ich habe sie so kennengelernt. Sie hat gesagt, ein Doppelpack halt. Also ich war bei jedem Kurs dabei, zusätzlich noch Kurse gemacht. Also ich bin definitiv der Papa. Ja. So, dann lass mich auch mal hier gucken, wie es hier weitergeht. Versuch mal noch mal ganz ruhig durchzuatmen, wenn die Wehe vorbei ist. Durch die Nase ein und durch den offenen Mund wieder aus. Gut, so wie du es gelernt hast. Super, Nina. Vanessa, die können wir aber gleich in den Kreis annehmen. Ja. Ja? Ja? Ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Na, das ist doch prima, super. Was ist da los? Oh ja. Oh ja, alles okay. Gut. Sieht schon gut aus. Ja, alles gut, Arbeit. Okay, dann werde ich sagen, Nina, schieben wir dich mit dem Bett jetzt in den Kreissaal. Patientin Nina wünscht sich eine natürliche Geburt und hat sich zusammen mit Partner Tobias bestmöglich auf die bevorstehende Entbindung vorbereitet. Doch im Kreissaal kommt es zu Komplikationen. Kann man jetzt gegen Schmerzen tun? Sie wollte keine PDA. Naja, kann man ja mal noch machen. Sie macht das doch gut. Oh, alles gut. Nein, ich weiß nicht. Alles gut. Nein, Schatz. Oder den Rücken massieren. Nein, du kannst mir jetzt nicht helfen, bitte. Ach, ich schau noch mal nach. Drück jetzt ein bisschen. Und noch mal lang ausatmen. Vanessa, komm. Zack, zack, zack. Die Dipt, komm, wir drehen sie mal. Zack, zack, zack. Wir müssen mal eben drehen. Alles gut, alles gut. Okay, einmal nur umdrehen. Die Herzstöne gehen, Mensch, schlechter. Mir geht's. Ruf mal an. Wenn wir was brauchen, ruf mal das OP-Team an. Alles gut, alles gut. Gib mir mal Sauerstoff. Während der Entbindung gingen die Herztöne runter und das hielt sich auch über eine Weile. Da muss man natürlich sofort handeln, das kann man einfach nicht so stehen lassen. Wir haben auch sofort das OP-Team informiert, so prophylaktisch. Die standen schon mal in den Startlöchern, weil es kann immer mal passieren, dass es dann ratzfatz schnell geht und wir einen Kaiserschnitt machen müssen. Dreht sie noch mal, zack, 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 dreht sie noch mal. Hey, komm, schnell noch mal drehen, noch mal drehen, noch mal drehen. Was ist denn los? Alles gut. Ich bin nicht der erste Mann, der umkippt. Nee, das ist Belastung. Wo ist Tobi? Alles gut. Nein, sag, hol ihn wieder. Der kommt bestimmt gleich wieder. Ich brauche ihn, Tobi. Erstmal ruhig atmen. Genau. Als die Wehen immer stärker wurden, merkte man dem Tobi wirklich an, dass es ihm immer schlechter ging. Er wurde ganz blass, er wurde nervös. Wir entwickeln natürlich einen Blick für sowas. Aber er hatte sich dazu bekannt, obwohl er ja nicht der leibliche Vater war. Aber als es dann auf einmal dem Kind schlecht ging und die Herztöne abfielen und da schon so ein bisschen Panik im Kreißsaal aufkam, das war einfach zu viel für ihn. Da hat er einfach das Weite gesucht. Und da habe ich nur gedacht, hoffentlich hat er jetzt nicht doch kalte Füße bekommen. Wie nah Freude und Leid beieinander liegen können, zeigt sich wenige Stunden später. Die 29-jährige Nina hat auf natürlichem Wege eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Doch von Lebensgefährte Tobias fehlt weiterhin jede Spur. Herzlichen Glückwunsch der Mama und der Tante. Danke. So, die kleine Caro. Nein, ist die süß. Ja. Ist ja wirklich ein Schnuckelchen. Aber es ging doch jetzt gut, oder? Hast du auch ganz fleißig gemacht, ja, wirklich. Ihr wart toll, ihr wart ein gutes Team. Kannst du noch mal Tobi anrufen? Ich verstehe das einfach nicht, wo er ist. Ich mach das jetzt mal, ne? Vielleicht hat er sich irgendwo nur... Vielleicht kriegt er auch einfach nur kalte Füße. Also ich glaube, das ist nicht der erste Mann, dem es nicht gut geht. Also man hat es ja wirklich gesehen.
Also als du dann gepresst hast und als dem Kind dann schlechter ging, da sah man wirklich, der wurde weiß wie eine Wand. Ja, aber er ist ja nicht der leibliche Vater und ich habe einfach Angst, dass ihm das jetzt doch alles zu viel wird und er einfach nur abgehauen muss deswegen. Ich habe einfach so Angst. Normalerweise guckt man in lachende Gesichter, wenn man gerade entbunden hat und ist alles gut gegangen. Aber bei Nina war das leider überhaupt nicht der Fall. Sie war sehr, sehr traurig. Klar, die Hormone spielen verrückt. Aber man darf nicht vergessen, der Mann, der eigentlich Vater ihres Kindes werden sollte, war auf einmal nicht mehr da. Er war einfach weg und wir wussten ja auch nicht, wo ist er? Kommt er wieder? Dann komm ich, ne? Zu ihrer Überraschung wird Schwester Birgit gleich feststellen, dass Tobias die Klinik gar nicht verlassen hat und sich obendrein in bester Gesellschaft befindet. Therapiehündin Flocke spendet dem 30-Jährigen Trost. Tag, Herr Ahn. Ach, ihr kennt euch. Ja, hallo. Hast du heute einen Termin? Ja, ich bin heute ziemlich voll. Herr Ahn? Geht da gerade Ihr Telefon? Da klingelt, glaube ich, Ihr Telefon. Ah, da haben Sie die Flocke schon kennengelernt. Ja, Flocke und ich kommen regelmäßig auf die Station. Wir versuchen gerade den Patienten oder auch manchmal Besuchern zu helfen, ein bisschen zu entstressen. Es sind ja Ausnahmesituationen, wenn man im Krankenhaus ist, ob als Patient oder auch als Besucher. Und an dem Tag, als wir den Tobias kennengelernt haben, war es so, dass ich direkt gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht. Der hat es besonders nötig gerade. Der war so voller Stress, so viel Traurigkeit. Und die Flocke, die zeigte mir auch schon an, dass da irgendwo gerade jemand ist, der sie ganz doll braucht. Und es war dann auch ganz schnell, dass Flocke zu ihm ist und eine Beziehung, quasi eine Kurzbeziehung entstanden ist. Ich wollte Ihnen eigentlich gratulieren. Sie sind Vater geworden, einer wunderhübschen Tochter vor zwei Stunden. Schön. Glückwunsch. Flocki, ha? Wollen Sie nicht vielleicht mal zu der Nina hin? Ich glaube, die war erwartet sie ziemlich. Widerwillig folgt Tobias' Schwester Birgit schließlich ins Patientenzimmer. Doch die Kluft zwischen ihm und Lebensgefährte Nina scheint aus noch unerfindlichen Gründen immer größer zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Was ist los, Tobi? Komm mal, hier ist deine Tochter. Ich habe ein bisschen Luft gebraucht. Hier. Das ist doch in Ordnung, aber komm doch mal hier hin. Hier ist deine Kleine. Sie können da ruhig rangehen. Oh, nehmen Sie doch einmal. Die ist nicht zerbrechlich. Die beißt nicht. Genau. Ich glaube, die will ihren Papa mal sehen. Nein, ich glaube, es ist gescheiter. Noch nicht. Also, das ist wohl noch zu viel. Willst du es doch nicht mein Vater sein, nein, oder was? Bitte. Aber ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Tobi, du hast doch alles. Kannst du uns das antun? Du hast doch alles mitgemacht. Tobi, bleib doch mal stehen. Oh Gott. Wir gehen. Geh mal hin und guck, was. Irgendwann ist mal. Tobi, aber wieso gehst du denn? Wieso haust du denn jetzt ab? Komm doch mal mit rein. Du hast die ganze Schwangerschaft so toll mitgemacht. Herr Erlen. Die Schwester der frischgebackenen Mama kann sich Tobias Verhalten nur auf eine Weise erklären. Möglicherweise stört es ihn doch, dass Ninas Baby von einem anderen Mann ist. Aber diesen Gedanken behält die 31-Jährige lieber für sich. Ihm geht's so einfach nicht gut. Ich kann nee, mir das geht's nicht erklären. Siehst du jetzt? Und dann nehme ich doch ab, weil ich das kann mir das nicht geworden ist. Ach, Nina, ich kann mir das nicht vorstellen. Irgendwas hat er. Der hat nein, total komisch reagiert. Ihm wird einfach nur zu viel geworden sein. Ja, vielleicht die Situation, aber doch nicht ihr beide. Der liebt dich doch. Sie konnten sich du konntest dich 9 Monate auf deine Schwangerschaft vorbereiten, genau. Weißt du? Auch das Emotionale, du hast das Kind im Bauch getragen, aber für Männer ist das häufig schwierig, sich in dem Moment als Vater zu fühlen. Gib ihm ein bisschen. Aber egal, soll er wegbleiben, ich muss jetzt stark sein für meine Tochter. Ich bin auch immer für dich da, das weißt du. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Jetzt weinen wir nicht mehr. Vielleicht klärt sich das Ganze ja doch noch auf. Es wird sie nicht aufklären, er kommt. Also, was mir gerade aufgefallen ist, da wart ihr noch hier drin. Wir haben eine Therapeutin. Mit der Therapie und mit der Flocke. Die ist ja regelmäßig bei uns und macht so Therapien, auch für Kinder und so. Und als ich die begrüßen wollte, da saß der Tobi am Stuhl, hatte eine Decke auf dem Tisch und da saß die Flocke drauf. Und ich habe den erst gar nicht gesehen. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass ihm dieser Hund gut tut. Okay. Mhm. Sollen wir vielleicht mal, ich weiß es nicht, ich könnte Bianca mal fragen, ob vielleicht, ich weiß nicht, du kennst ihn besser. Ob man vielleicht. Ich glaube, wenn er jetzt abhaut, dann wird es er eh nicht machen.
Aber es ist doch ja, ein Versuch. Genau. Von mir aus gerne. Versuch doch daran festzuhalten. Vielleicht kriegen wir da ja was hin und. Ich will jetzt keine falschen Hoffnungen mehr. Ja, das kann ich verstehen. Ich muss jetzt stark für meine Tochter sein. Das bist du doch. Du bist so eine starke Frau. Trotz aller Tränen scheint es noch Hoffnung für das Paar zu geben. Tobias stimmt einem Termin mit Therapeutin Bianca Terhüme und Hündin Flocke zu. Bis zuletzt weiß Nina allerdings nicht, ob ihr Freund am folgenden Morgen wirklich kommt. Da bist du ja. Du wirst kommen. Hallo. Willst du jetzt nicht mal Caro wenigstens Hallo sagen? Hey, das ist doch alles in Ordnung. Tag, Herr Ahn. Grüße Sie. So, darf ich Ihnen unsere Therapeutin? Hallo, Herr Ahn. Wir kennen uns ja schon von gestern, ne? Hallo. Wollen Sie dann mal mit mir mitkommen? Dann gehen wir mal in mein Zimmer. Ja? Ja. Gut, dann gehen wir mal. Komm. Also es war ja eine Ausnahmesituation bei dem Tobi. Der war im Kreissaal, der hat gesehen, wie seine Frau leidet, wie plötzlich die Herztöne des Kindes nicht mehr da waren. Und da waren einfach die Emotionen viel zu groß, dass man gar nicht mehr klaren Gedanken fassen kann. Das heißt, da geht es auch nicht darum, bin ich jetzt der Held und halt das durch oder nicht. Es geht einfach emotional gar nicht mehr. Das heißt, es findet eine Traumatisierung statt, an die man auf jeden Fall dran muss, weil sonst die Menschen wirklich sehr, sehr krank werden und sich vor allem entziehen würden. Ja, das war gestern ein großer Tag für Sie, ne? Papa sind Sie geworden, habe ich gehört. Papa, Versager wird's eher treffen. Warum, was ist passiert? Ich war ja erst voll dabei, aber dann im Kreissaal, nein. Das war mir zu viel, also ich konnte ja gar nicht mal helfen, also. Und dann, wo das mit den Herztönen auf einmal war, das war einfach, die Luft war weg. Also. Mhm. Alleine daran zu denken, das ist, nein. Ja, diese Hilflosigkeit, die Sie erlebt haben, ne, das war, glaube ich, das Schlimmste, ne? Nicht helfen zu können. Man ist sich gar nicht bewusst dem, was man sich da aussetzt. Sind ja ganz viele Emotionen im Raum und ganz viel, was da passiert. Aber wie soll das denn in Zukunft sein? Also, wenn ich ihr da noch nicht mal helfen konnte im Kreissaal. Wie soll ich es dann einfach in der Zukunft nachher machen? In der Zukunft werden Sie das auf jeden Fall hinbekommen. Sie haben durch die Geburt eine Traumatisierung erlebt. Und das ist etwas, woran man super arbeiten kann. Also ein Mann kann traumatisiert werden, einfach man muss ein bisschen zurückgehen. Und zwar ist es ja heutzutage im Gegensatz zu früher ganz anders. Die Männer sind fast immer bei den Geburten dabei. Sie sind super vorbereitet, gehen zu Kursen vorher, wollen wirklich der super Papa sein, der super Ehemann. Und plötzlich liegt da die Frau voller Schmerzen, schreit, ist nicht mehr für ihn greifbar. Und und dann kommt plötzlich die Hilflosigkeit. Ich kann nichts tun. Meine Frau liegt da, ich bin hier der Mann, der starke Mann und ich kann nicht helfen. Und das ist so eine Hilflosigkeit, die Männer erleben, dass das zu einer Traumatisierung führen kann. Ihr Mann hat eine schwere Traumatisierung durch die Geburt erlebt, durch diese Hilflosigkeit, die er erlebt hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass er sie nicht mehr liebt oder das Kind nicht liebt. Er fühlt sich jetzt ganz hilflos und denkt, er kommt mit allem nicht mehr klar und zweifelt an sich. Also ganz wichtig wäre, dass auch eine Traumatherapie stattfindet, damit er wirklich auch wieder Selbstbewusstsein bekommt. Und kann ich irgendwie was tun? Seien Sie für ihn da. Das ist ganz wichtig. Und geben Sie ihm ein bisschen Zeit. Ich liebe dich, das weißt du. Ich liebe dich auch. Und ich bin froh, dass wir eine Tochter haben. Und ich würde. Wir kriegen das alles hin, okay? Wir kriegen das hin, ich bin mir sicher. Ja, okay. Hilfst du mir? Auf jeden Fall, ich bin da für dich, immer egal, wann du mich brauchst. Dank einer Therapie und der Unterstützung seiner Partnerin konnte Tobias das Trauma erfolgreich aufarbeiten. Töchterchen Caro ist sein ganzer Stolz und die Gefühle für seine Nina sind stärker denn je. Schon bald will der 30-Jährige seiner Traumfrau einen Antrag machen.